Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Video von meinem alten Zuhause aus. Ja, Becky, hast du uns irgendwas zu sagen? Ja, altes Zuhause, denn ich bin umgezogen. Ja, endlich ist es raus. Ich kann es jetzt offiziell sagen, weil das meiste schon erledigt worden ist und der meiste Stress auf jeden Fall vorbei ist. Nein, noch nicht ganz. Ich muss alles im neuen Zuhause erstmal noch sortieren, Kisten auspacken und so weiter. Aber hier ist es schon ziemlich, ziemlich leer. Und viele haben das sich auch von euch schon denken können, weil immer wieder habe ich das in den Kommentaren gelesen. Becky, bist du umgezogen? Was ist das für ein Hintergrund? Wo bist du? Bist du im Urlaub? Bist du bei LAN? Nein, ich bin weder bei LAN gewesen, noch im Urlaub. Ich war einfach nur schon im neuen Zuhause, um ein paar Videos zu drehen, weil ich habe da schon so halbwegs mein Video-Hintergrund aufgebaut. Also, wie ihr sehen könnt, ist das ja hier ziemlich leer. Da steht eigentlich nur noch das Sofa mit den alten Decken und zwei alten Kissen. Aber hier ist die Wand einfach nur leer. Die ganze Lichterkette ist weg. Eine Art Neon-Sign ist weg. Und ich kann auch nicht mehr wirklich drehen. Hier halt es auch schon ziemlich. Ja, hier ist es einfach leer, Leute. Nix mehr drin. Nur noch die Uhr. Ja, und hier eine Ringleuchte von mir. Ich hatte auch sehr, sehr viel die letzte Zeit deswegen zu tun. Und ja, ein Umzug dauert. Und da merkt man einfach mal, wie viele Sachen man eigentlich hat. Vieles wurde jetzt erstmal erledigt. Die Sachen wurden rübergebracht. Und ja, jetzt fängt es so richtig an und ich bin mega, mega aufgeregt. Ich freue mich extrem über die neue Zeit jetzt. Und vielleicht wollt ihr, dass ich euch mitnehme. Habt ihr da Bock drauf? Lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben jetzt wissen, ob ihr Lust habt auf Umzugsvlogs oder Makeover, wie ich meinen Videohintergrund mache und so einiges mehr, was ich geplant habe. Denn was Neues steht noch an. Ich hoffe, euch gefällt das auf jeden Fall. Ich bin mega, mega aufgeregt halt einfach. Und ja, lasst mich auch gerne wissen, was ihr noch sehen möchtet. Oder wollt ihr vielleicht ein Q&A oder so? Bestimmt habt ihr noch Fragen, wieso, weshalb, warum ich umziehe, worein ich ziehe oder sonst irgendwas. Also lasst es mich wissen, ob ich das mal in einem Q&A beantworten soll. Dann schreibt doch gerne eure Frage unten rein. Ich nehme euch heute so ein bisschen mit, weil heute, ja, muss ich hier noch ein bisschen streichen, weil hier muss das vernünftig weiß sein und so. Mit der Zeit ist ja die Wand nicht mehr ganz so schön, muss ich sagen. Hier und dort sind ja auch ein paar kleine Löcher, weil ich hier so ein paar Nägel drin hatte. Und wir werden noch ins neue Zuhause gehen, das zeige ich euch auch noch so ein bisschen. Aber ja, lasst es mich halt gerne wissen, ob ihr irgendwie eine Roomtour sehen möchtet oder irgendwas. Und ja, auf Fluffy wird gerade übrigens aufgepasst, weil ich habe Angst, dass sie, um ehrlich zu sein, irgendwie in die Farbe reingeht. Weil sie halt so rumtobt, dass sie da irgendwie Farbe abbekommt. Das ist, glaube ich, nicht ganz so gesund und gut. Deswegen, auf sie wird gerade aufgepasst, aber die werdet ihr nachher noch sehen. Das Sofa nehme ich nicht mehr mit. Ich habe ein neues Sofa. Das ist auch viel zu groß. Aber es bleibt trotzdem noch ein Sofa. Und ja, es ist so verdammt leer, Leute. Deswegen halt es auch in meinem neuen Zuhause so, weil es halt auch noch nicht ganz so fertig ist. Ich pendel halt auch die ganze Zeit zwischen alten leeren Zuhause und neuen leeren Zuhause, Leute. Und ich komme irgendwie nicht dazu, eine Sache fertig zu bekommen. Ich habe hier noch nicht hundertprozentig alles fertig. Und im neuen Zuhause habe ich nicht alles hundertprozentig alles fertig. Aber ja gut, das werde ich wohl irgendwie noch hinbekommen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie stressig das ist. Ich sag's euch, wirklich, ein Umzug ist saustressig. Macht zwar irgendwie Spaß. Also ich bin so ein Mensch, ich liebe sowas. Ich liebe es, Sachen auch einzupacken und alles, Kisten einzupacken und so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie macht mir das Spaß, irgendwie so ein Hobby von mir gefühlt. Aber es dauert so lange, ehrlich. Das hat so viel Zeit in Anspruch genommen, die letzten Wochen. Und ihr seid richtige Detektive, Leute. Ihr habt immer wieder gefragt, ob ich umgezogen bin. Also, ja, ich habe nicht einfach nur ein normales Makeover gemacht, weil der Boden war auch anders. Hier ist ja so ein grauer Boden drin. In meinem neuen Zuhause ist ein brauner Boden drin. Und das war schon ziemlich, ziemlich auffällig. Also, ich glaube, ihr hättet das euch irgendwie auch schon denken können. Allein wegen dem Boden. Also, ich reiße jetzt nicht irgendwie den Boden raus und mache den dann neu für ein Makeover oder so. Das könnte ich auch gar nicht. Aber ehrlich, wenn ich das so sehe, wie leer das hier ist, dann bin ich auch ein bisschen sad, um ehrlich zu sein. Weil, ja, hier war ja die Essecke, hier war mein runder Tisch und die Punkte dran. Und ja, wie man sehen kann, muss hier auf jeden Fall gestrichen werden, weil, ja, hier ist so ein Streifen hingekommen. Ich glaube, vom Stuhl oder so. Mr. Hocker, der total zerstört ist. Also, wie man sehen kann, ist hier so ein fetter Riss. Und sieht einfach nur schlimm aus, Leute. Also, wenn ich das öffne, kommen die ganzen Späne raus. Hallo, hier steht auch noch ein Spiegel. Wie man sehen kann, und ja, dann heißt es Goodbye.
Goodbye, altes Zuhause. Aber ich bleibe noch in Hamburg. Hamburg ist einfach meine Stadt. Ich liebe Hamburg und hier würde ich definitiv nicht einfach so verschwinden. Ja, und das hier war mein Zimmer und das ist auch schon komplett leer. Also eigentlich steht hier gar nichts mehr, außer eine Schoko-Brownie-Mischung. Warum liegt hier eine Backmischung rum? Das frage ich mich gerade wirklich, was macht hier eine Backmischung? Also nicht, dass ich in meinem Zimmer Backmischung gebunkert habe, aber einfach so stumpf in meinem Zimmer. Eigentlich stand da der Schrank. War die da die ganze Zeit oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Aber hier halt es richtig, weil einfach so gut wie gar nichts mehr drin steht. Außer die alte Schminkaufbewahrung. Die ist hier, aber die ist schon ziemlich kaputt und hier liegt ein Müllsack. Für den restlichen Kleinkram und meine LED-Kette ist hier oben auch noch dran. Mein LED-Streifen, den muss ich auch noch abmachen. Ja, hier sind auch ganz viele Haken und so. Hier seht ihr auch noch, hier sind so Nägel drin, das muss auch noch ausgebessert werden. Und hier stand mein Bett und das ist aber jetzt auch schon drüben. Ich habe vorher nur auf einer Matratze gepennt und ja, ich habe hier wirklich gar nichts mehr drin. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was streichen und dann sehen wir uns im neuen Zuhause. Yay! Ja, ich werde jetzt diese Wand hier fertig machen, weil die habe ich nur angefangen. Und wie ihr sehen könnt, ist hier auch abgeklebt, damit nichts rüberläuft, weil Becky kann nicht richtig malen. Ich kann nicht richtig malen, Leute. Ich mal immer über den Rand, deswegen immer alles schön abkleben, aber sollte man ja sowieso. Hier habe ich ja, wie ihr sehen könnt, schon ein bisschen gemacht. Toll über den Rand gemalt hier. Und hier muss ich auf jeden Fall noch was machen. Hier habe ich auch schon alles abgeklebt. Oh mein Gott, so viele Erinnerungen. Ich werde ganz sentimental. So schwer. Aber zum Glück muss ich nicht allzu viel streichen, weil bei mir war sowieso alles weiß. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm und die Wände sehen jetzt nicht allzu schlimm aus. Aber hier und da muss was ausgebessert werden und das war ich dann. Und jetzt fange ich hier schon mal an, weil hier muss auf jeden Fall auch noch was gemacht werden. Und ich benutze jetzt erstmal Abdeckfolie. Super spannend. Aber ich kriege es doch einigermaßen hin, wohl weiß auf eine weiße Wand zu bringen. Weil das ist jetzt nicht ganz so schwer, wenn man sich einigermaßen normal anstellt dabei. Und das muss ich jetzt irgendwie hier an den Rand kleben. Und dann auf jeden Fall die Scheibe abkleben hier. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Streichen. Ich werde jetzt Fluffy abholen und dann sehen wir uns im neuen Zuhause. Ich bin so aufgeregt. Ich bin jetzt im neuen Zuhause mit der kleinen süßen Fluffy hier. Jetzt seht ihr sie auch. Oh, wo muss ich mir mal beim Film ein Küsschen geben? Das ist so süß. Die Kleine hier findet es, glaube ich, ein bisschen heiß heute. Es ist wieder so warm. Ich glaube, ich kann hier wieder den Pool aufbauen, ne? Jetzt wieder in den Pool? Ja? Oh, wie süß kann man sein? Ja, auf jeden Fall setze ich sie mal eben ab. Und ich weiß noch nicht, ob ich euch so viel zeigen werde. Wenn ihr halt, wie gesagt, eine Roomtour sehen wollt, dann lasst es mich wissen, weil hier liegt noch ziemlich viel Krempel rum, muss ich sagen. Also hier ist es ein bisschen chaotisch. Also hier in der Ecke sind Kartons. Hier sind noch mehr Kartons. Fluffy, was machst du auf dem Karton? Was ist das denn hier? Hä? Turnst du schon? Was machst du auf dem Karton? Auf jeden Fall können wir hier ein Stockwerk hoch. Dann sind wir im ersten OG und dann können wir noch eine Treppe hoch. Und dann sind wir im zweiten OG. Ja, und hier werde ich immer drehen. Und zwar habt ihr ja schon ab und an mein kleines Sofa gesehen. Ja, hier ist es. Fluffy hat sich gemütlich gemacht auf der 3 Uhr Nachtsdecke. Hier ist mein Hocker, mein neuer Hocker endlich, den sich Becky gegönnt hat. Ja, den Tisch kennt ihr ja, der ist eigentlich beim alten geblieben. Und ich liebe es ja bunt, deswegen habe ich mich für ein buntes Sofa entschieden. Ich muss nur ein bisschen den Bezug reindrücken. Es sieht ein bisschen komisch gerade aus, aber ich bin auch am Rumexperimentieren, wie ich es am Ende haben möchte. Weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber ich weiß es ungefähr, wie ich meinen Hintergrund haben möchte. Also da kommt auf jeden Fall noch was hin, Leute. Es wird richtig Becky-mäßig, wie ihr mich halt kennt, bunt. Und ich liebe einfach Farben, deswegen muss das sein. Vor allem das Herz, das liebe ich sowas von. Hier halt es auch noch ein klein wenig. Also es wird sich mit der Zeit legen, Leute. Also sorry dafür schon mal, aber das ist halt einfach ganz normal, wenn der Raum noch relativ leer ist. Und auf der anderen Seite, das möchte ich euch noch nicht zeigen, weil sonst verrate ich zu viel. Weil ja, ich habe noch was geplant, aber dazu bald mehr. Auf jeden Fall habe ich hier draußen eine Dachterrasse. Hier habe ich auch schon mal das ein oder andere TikTok gedreht. Und ich habe auch einen Garten hier, wo Fluffy auch rumtollen kann und wo ich ein Trampolin hinstellen könnte oder irgendwie sowas. Jetzt aber schnell rein, weil es verdammt heiß ist und ich kriege sonst einen Sonnenbrand. Ich bin nämlich nicht eingecremt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video
Video gefallen und es war ja so eine Art kleines Live-Update. Ihr habt ja auch so oft danach gefragt und ihr seid ja meine Community. Natürlich sage ich euch noch Bescheid, wenn sich was ändert. Schreibt mir halt wie gesagt gerne in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt. Was interessiert euch? Soll ich mal ein paar Fragen beantworten? Wieso, weshalb, warum ich umgezogen bin oder sonst irgendwas? Interessiert euch mehr? Lasst gerne eure Fragen unten. Oder ich werde es in meine Story noch posten. Irgendwie so einen Fragensticker. Hatte ich auch letztens schon, aber ich poste gerne noch eins. Also folgt mir gerne dort auf Instagram. Dort heißt ich Rebecca Wing Official. Dann verpasst ihr auch nichts. Ich will jetzt aber nicht so viel arbeiten. Ich werde jetzt mich an die Kartons machen und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so lieb.